Moin! Ja, wir sind endlich wieder unterwegs. Yay. Und diesmal hoffentlich auch für länger. 2 Monate sind geplant. Aber mal schauen, ihr wisst ja, wenn du den lieben Gott zum Lachen bringen möchtest, dann erzähl ihn von deinem Plan. Deswegen machen wir das nicht. Also fingers crossed. Und in diesem Video geht es um eine Feuerschale. Und zwar um diese hier. Und das Coole ist, die passt in exakt diese Tasche. Also richtig klein. Mega klein. Und ich habe die im letzten Jahr, im Februar, entdeckt und auch gekauft. Und seitdem haben wir die ein paar Mal benutzt. Und die haben wir angeschafft, oder ich vielmehr, Jules davon überzeugt, dass wir die anschaffen für Kanutouren, damit wir die eben mit kleinem Packmaß eben auch mitnehmen können. Und was mich so kickt an der Feuerschale ist halt, dass sie besteht aus 6 Elementen. Wir können sie aber auch, oder man kann sie auch mit 5 Elementen aufbauen, mit 4 und sogar auch mit 3. Und das sind dann verschiedene Einsatzzwecke. Also so halt zum Lagerfeuer machen oder zum drauf grillen. Und was sagst du? Ich glaube, das wird gut. Oh, wow! Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, bei dem bisschen Glut. Und wenn du sie mit 4 Elementen oder 5 Elementen aufbaust, kannst du oben einen Kessel draufstellen. Und mit 3 hast du halt so einen kleinen Hobo-Kocher. Und da passt dann genau der Spirituskocher von Trangia rein. Das ist richtig praktisch. Und dann kannst du da halt eben morgens mal Kaffeewasser heiß machen oder Teewasser, wie auch immer. Und das Schöne ist, sie wiegt halt unter 2 Kilo. Und ich würde sagen, das machen wir gleich jetzt. Okay. Nicht lang schnacken. Los geht's! So, und bevor ich jetzt die Feuerschale aufbaue und euch zeige, ihr findet alle Informationen natürlich unten in der Videobeschreibung, wie immer. Und ja, dass wir die selbst gekauft haben, vollen Preis bezahlt haben, muss ich nicht extra erwähnen. Ne? Und jetzt baue ich sie mal auf. Ja, also die Chum-Feuerschale. Wie gesagt, sehr flexibel und kaum größer als meine Handfläche, also wenn ich die Finger so ein bisschen spreize. Wiegt 1800 und ein paar kleine Gramm, 1825 Gramm, glaube ich, mit Tasche. Und etwas Zubehör, was drin ist, zeige ich euch gleich. Und ich habe mir die geholt letztes Jahr im Januar, Februar. Und seitdem haben wir die 4-5 Mal benutzt. Und der Hintergedanke war, wir benutzen ja normalerweise unsere Feuerschale auch aus Edelstahl, aber größer natürlich, um Lagerfeuer im Lager zu haben, wo man richtig schön rumsitzen kann. Verlinken wir euch mal hier oben. Und das ist auch unsere Standard-Feuerschale. Jetzt haben wir gesagt, wenn wir Kanu fahren beispielsweise, also wenn wir einen Overnighter machen, wollen wir auch eine Feuerschale dabei haben. Und dann nehmen wir natürlich keine 6-7 Kilo Feuerschale mit, also eben die mit 1825 Gramm oder so. Und was mich richtig begeistert an der Feuerschale ist, dass sie flexibel einsetzbar ist. Aber jetzt baue ich sie euch erstmal auf, oder uns. So, holen wir mal raus. Also die Feuerschale besteht aus 6 Elementen, die sind alle gleich. Bis auf eines, da steht Chum drin und ist das Logo so ausgefranst. Und da ist eine Öse anders. Das sehen wir gleich, spielt gleich noch eine Rolle. Ich habe hier so ein Haargummi bei Jules geklaut, um da die 2 Splinte reinzutun. Einer ist Ersatz, den einen nehme ich raus, packe mir den fachgerecht in den Mund, damit er nicht verloren geht, weil Splinte im Gras zu suchen ist... Haben wir für euch getestet. Ja, ist nicht schön. Und ich habe hier noch drin, also der Ersatzsplint kommt direkt wieder rein. So eine Lötmatte, die halt feuerfest und hitzefest ist. Da stellen wir die Feuerschale immer drauf. Jetzt hat man 6 Elemente. Die Elemente sind an sich alle gleich. Nur eins, da steht halt Chum drauf. Das ist so ausgelasert mit einem Zelt da oben. Und das ist auch das erste Element, mit dem man anfängt. Und zwar, es ist ein bisschen komisch, mit Splint im Mund zu reden. Soll ich den für dich nehmen? Ich nehme mir den an der Seite. Warte, zeig mal hier. Ja, sicher. Könnte auch ein Grashalm sein. Ich wollte sagen, wie so ein Grashalm. So. Jetzt nimmt man das erste Element, daran hält man die Feuerschale auch die ganze Zeit fest und hängt die anderen einfach so hier rein. Seht ihr, ne? Also hier sind so Ösen dran, hier sind 2 Schlitze. Zack, rein. Einmal umgreifen. So. Zack. Jetzt stelle ich die hin. Mal gucken, Vorführeffekt, kann das ein bisschen abklappen. So, kommen dann auch hier mit rein. So, und jetzt komme ich hier unten rein, drehe die rum. Bin hier oben durch und das ist jetzt das Interessante, weil das Element, wo Chum drauf steht, hat hier in der Öse ein kleines Loch. Da kommt jetzt genau der Splint rein, den ich ja fachgerecht im Mund aufbewahrt habe. So, und jetzt ist die Feuerschale fest und stabil. Also hier kann man natürlich jetzt Feuer drauf machen, kannst einen Dutch Oven draufstellen oder halt auch direkt dein Kesselchen, wie auch immer. Und jetzt kommen wir zu der Flexibilität, was wir eingangs sagten. Ich nehme den Splint raus, fachgerecht in den Mund. So. Mach die Feuerschale auf, zack, und nehme jetzt einfach ein Element raus und kann die jetzt einfach so wieder zumachen. Nehme den Splint aus dem Mund, pack den rein und habe jetzt schon
eine kleinere Feuerschale. Das heißt, wenn ich eine entsprechend große Pfanne habe oder so, kann ich die hier draufstellen. So, was halt auch noch schön ist, wenn mir das immer noch zu groß ist, kann ich sie immer noch rausnehmen. Zack. Und mache jetzt, das ist ein bisschen tricky, nehme ich die. Zack. Und jetzt einmal hier ein bisschen robuster, weil es natürlich ein bisschen sich verkantet, aber nicht schlimm. Zack. Auch drin. Splint aus dem Mund genommen. Wieder reingesteckt. So, und habe halt jetzt noch mal kleiner, wenn der Topf jetzt ein bisschen größer wäre, aber ich kann den Topf auch schon so reinstellen. Oder wenn ich einen größeren Topf habe. Moment. Ich habe da mal was vorbereitet. Bin ja topfmäßig eskaliert im Winter. So, kann ich den halt da drauf stellen. Und wenn das, und das ist jetzt die letzte Aufbaumöglichkeit, immer noch zu groß ist, Splint raus, in den Mund, so auseinander, auch ein bisschen robuster, zack, so, nehme ich noch ein Teil raus, ich baue sie aber jetzt mal eben ganz auseinander, weil jetzt brauche ich das Teil, das ist das mit der, mit dem Chum drauf, ich brauche ein beliebiges anderes Teil, und ich habe mir jetzt ein Teil markiert mit einem Kreuz, und zwar hier, also ganz fachmännisch eingelasert, nein, reingeritzt. So, und hier habe ich jetzt einfach mit einer Kombizange, seht ihr das, das Element ein bisschen weiter nach außen gebogen. Und das brauche ich jetzt, wenn man jetzt mit drei Elementen aufbauen will. Und hier ist der Trick, jetzt nehme ich das Chum-Teil als erstes, drehe das aber andersrum, so dass ich Chum spiegelverkehrt lese. So, und hänge das jetzt ein, zack, und jetzt noch ein drittes Element, zack, und jetzt kann ich hier, seht ihr, rutscht dann selber so zusammen, so, nehme wieder die Öse, wo das Loch drin ist, mache den Splinter durch und habe dann so noch kleiner, hier passt der Kessel jetzt auch endgültig drauf, kann dann halt so auch an der Seite Holz nachführen, so mit kleinem Geäst, wie in einer Buschbox, die Buschboxen kennt ihr, das sind ja so aufklappbare kleine Kaminöfen, wie man sagen, kleine Feuerstellen. So, kann ich hiermit auch machen. Und das Schöne hierbei ist, ihr kennt vielleicht die Trangia Spiritus Kocher, absoluter Klassiker. So, wenn man den jetzt so aufmacht, zack, der passt da halt ganz genau so rein. Und wenn man dann ein bisschen abfedern will, passt es halt auch mit Deckel. So, und dann steht halt dem Kaffee morgens überhaupt nichts mehr im Wege. So, doch, aber noch ganz kurz. Jetzt bauen wir den ganzen Driss auch wieder zusammen. So, geht halt auch entsprechend einfach. Splint raus. Ein bisschen rappeln. Also da passiert echt nichts. 2 mm Edelstahl kriegt man nur mit äußerster Kraftanstrengung von Hand verbogen. Und, ach so, Jules sagte noch, die ist jetzt so sauber, weil wir sie in der Spülmaschine hatten. Also einfach Elemente in der Spülmaschine. Zack, ist der größte Schmutz weg. Ach du heiliges Blechle. Ich habe ja noch völlig vergessen. Ich wollte dir noch zeigen. Ich hätte dich auch gleich erinnert, aber ich dachte, du hast vielleicht erst was anderes. Nein, vor. Ich habe gar keinen Plan. Also ich wollte nur zeigen, sie ist schnell auseinandergebaut und jetzt, also okay, nochmal im Schnelldurchlauf zusammengebaut. Zack. So, was wir uns noch geholt haben, ah ne, bleibt ja drunter, ist für einen Zehner. Apropos Zehner, die Feuerschale gibt es in drei verschiedenen Größen, in S, M und L. Das hier ist S, die M ist halt größer, noch größer. Die haben wir jetzt nicht geholt, weil wir haben ja die Releum. Wir wollten ja eine kleine Feuerschale haben. Kostet 60 Euro, genau das wollte ich noch sagen, 60 Euro. Und dann habe ich für einen Zehner so ein Grillrost geholt, kannst du halt drüber stellen. Und dann kannst du halt wunderbar hier Feuerholz nachlegen und dann darauf grillen. So, Markus hat ein Feuer angemacht, ist mittlerweile bis auf die Glut runtergebrannt. Ich habe Essen vorbereitet und jetzt wird richtig lecker gegrillt und ich bin mal gespannt, wie gut das auf dieser Feuerschale funktioniert. Sieht auf jeden Fall total urig aus auf dieser kleinen Feuerschale. Und, was sagst du? Ich glaube, das wird gut. Oh, wow! Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, bei dem bisschen Glut. Also für so eine kleine Feuerschale. Ja, und wir haben ja jetzt auch nicht riesig Feuer gemacht und 100 Kilo Glut da drin, sondern nur ein bisschen, weil wir ungeduldig sind und hungrig sind. Aber es ist voll süß, ich finde es voll gut. Oder eben auch einen Kessel draufstellen oder hier einen Kessel warm machen und hier grillen, wie auch immer. Und wenn man irgendwo ist, wo der Boden empfindlich ist, wo nachher kein brauner Ringel sein sollte, bitte darauf achten. Also da, wo man noch Feuer machen darf, sollte man sich dadurch kaputt machen, indem wir unsorgsam damit umgehen.
Feuerschale, zack, oben drauf gestellt. So, wenn man dann guckt, festen Stand, dann kannst du da halt auch, da kippt jetzt auch nichts um oder so. Und hier unten, wenn mal Funken durchkommen, also Glutstücke, fallen sie halt auf das feuerfeste Mättchen, auf die feuerfeste Matte. Und dann ist gut. Ich habe die letztes Jahr im Februar, März bestellt. Wollten wir eigentlich schon ein Video zu machen, dann sind wir aber nicht wirklich lange weggekommen mit dem Kanu. Und dann habe ich den Florian, der die erfunden hat, auch mal, oder der die konstruiert hat, auch mal angerufen und gefragt, wie er eigentlich auf die Idee gekommen ist, die zu entwickeln. Und er hat sie tatsächlich entwickelt, weil er selber Kanute, Kajaker, wie auch immer ist. Und weil er die halt in die Kajakluken nicht reinbekam. Die haben so 30 cm. Also nicht seine eigenen, sondern die anderen Feuerschalen. Die anderen Feuerschalen. Und er hat ja selber halt mal Feuer gemacht auf einer Schere, sagt er, in Schweden. Das sind so Steine, die im Meer liegen, so am Ufer. Und dann kam halt irgendein Ranger an und sagte, hör mal, du kannst kein Feuer auf den Scheren machen, Temperaturunterschied, dann reißen die, das ist nicht gut. Und dann wollte er sich eine Feuerschale besorgen und hat dann gemerkt, es gibt keine, die ein Packmaß hat, wo er sie halt mit ins Kajak bekommt und hat dann halt die entwickelt. Und dabei dann, ob zufällig oder Absicht, weiß ich nicht, habe ich nicht gefragt, gesehen, dass man die Elemente weglassen kann und die dann so halt hochflexibel zusammenbauen kann. Und ich finde es richtig gut. Und jetzt baue ich sie mal eben schnell wieder ab. Zack. Aber dann können wir kein Lagerfeuer machen, wenn du sie abbaust. Ja, dafür baue ich sie dann wieder ab. Aber ich finde, das Video muss jetzt auch abgeschlossen werden. Ich baue die ab. So, ja. Zeitraffer an. Du brauchst das jetzt nicht mit Zeitraffer machen. Das kann ich nachher einstellen. Okay. Wie gesagt, ich baue die immer so zusammen, dass die das Schumbauteil als erstes ist. So, jetzt Haargummi raus, Splint aus dem Mund. Neben den Ersatzsplint eingefädelt, zack, in die Tasche. Achso, die Tasche schlägt nochmal extra mit einem Zehner oder so zu Buche. Ist so ein sehr robuster Baumwollzeltstoff. Und dann kann man sie locker flockig verstauen. Und jetzt gibt's ein Lagerfeuer. Hallo! Und wenn man hat, kann man halt auch eine Pfanne draufstellen. Ne? Also ihr seht, funktioniert. Was übrigens auch sehr süß ist, kleine Feuerschale, große Feuerschale. Ja. Also das sind normale 30er Scheite. So, zack, ein bisschen klein machen. Und die kann man dann halt, die passen halt auch gut drauf. Wir haben noch Nudeln von heute Mittag. Die machen wir jetzt nochmal warm. Also Pfanne drauf, aufs Grillrost. Und ihr seht, das ist also echt stabil. Und staubig, ist ja heiß. Ach, herrlich. Oh, herrlich. Ne, bisschen Blut, die hält auch lange genug. Da könnte man jetzt auch ein Steak braten, was auch immer. Herrlich. Und wer jetzt sagt, ihr habt auch keine Gusseisen, also eine Pfanne mit auf der Kanutour, das ist richtig. Aber da haben wir einen Topf vom Trangia Sturmkocher dabei. Und davon den Deckel als Pfanne geht halt auch. Aber für jetzt, hier im Stammlager, kommt natürlich eine gusseiserne Pfanne dahin. So. Jules, ist das nicht Gemüse? Oh. Ich wäre dann soweit. Jules, Leute, guckt euch das an. Jules hat einen. Ich habe diesen Stock gefunden. Ist der nicht der perfekte Marshmallow-Stock? Ist der nicht? Ich muss das mal ein bisschen heller machen. Jules. Ja. Dann Mantau, hä? Ja, guck mal, ist der nicht perfekt? Ja, absolut. Ein bisschen mehr Glut wäre schön. Ja, jetzt auch noch meckern, oder was? Aber ist der nicht cool? Mega. Hier erstmal bequem hinsetzen und dann kann man Marshmallow nieren. Also essen tun wir die jetzt mal alleine, ne? Ihr könnt euch das ja sicher vorstellen. Ja, warte, ich kann ja zumindest schon mal hier zeigen, wie. Oh, oh, guckt euch das an. Warte. Herrlich, ja, und jetzt auch in den Mund, ne? Mmh. Ja, sowas geht alles mit einem schönen kleinen Lagerfeuer. Auch wenn man dann auf einer Kajaktour ist. Du bist echt bekloppt. Gut, dass ich dich geheiratet habe. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Spielt Lagerfeuer bei euch auch so eine große Rolle, wenn ihr unterwegs seid? Also wir mögen halt unglaublich gerne Lagerfeuer. Deswegen diese kleine Feuerschale. Mich hat die echt begeistert, dass sie vor allen Dingen dieses Flexible aufbauen. Ja. Und bin echt gespannt, wenn wir sie jetzt unterwegs einsetzen, dafür, wo wir sie eigentlich gekauft haben im letzten Jahr, nämlich bei einer Kanutour. Da geht es nächste Woche auf den ersten Overnighter zusammen mit Martin. Hallo Martin. Und mit Zelt. Wir waren ja seit Ewigkeiten nicht mehr mit unserem Zelt unterwegs. Ich freue mich schon mega. Ja, und Martin sagte,
mach dir nichts vor. Wir fahren auf jeden Fall, weil ich sagte, nächste Woche soll Regen geben. Ich sagte, es gibt kein schlechtes Wetter. Regen oder Sonne, wir fahren. Ich weiß nicht, ob der Martin weiß, dass ich eigentlich aus Zucker bin, aber... Ich glaube, wir werden es überlegen. Ja, wir werden die Kamera wir mitnehmen die Kamera mit, und ja. Euch vielleicht mitnehmen. Und also, mal gucken, ob es klappt. Wir nehmen euch mit. Auf jeden Fall freuen wir uns, von euch zu hören. Schreibt wie immer alles gerne unten in die Kommentare. Ob ihr noch Tipps und Tricks habt, was stimmt. Auch immer. Ja, auch eine gute Idee. Ja. Wir freuen uns wie immer auf den Austausch. Ob ihr noch eine Feuerschale habt oder so, die wir noch nicht kennen. Wo ihr sagt, die ist noch kleiner, noch praktischer. Oder schreibt es besser nicht in die Kommentare, dann müssen wir noch eine Feuerschale kaufen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. So, jetzt aber. Wir freuen uns wie immer auf den Austausch mit euch. Schön, dass ihr bisher zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer total gerne einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Da würden wir uns wie immer sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Mal. Tschüss. Ciao.